Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und ich glaube, es geht allen gerade ziemlich gut. Vincent Fischer hat einen Error. Oh nein. Nee. Och mein Gott. Hoffentlich können wir trotzdem noch vernünftig mit dem existieren, weil das wäre sehr traurig für Ava. Beim letzten Mal hat Adrian die Schule geschwänzt und hat keine Ärger bekommen. Und Ava ist irgendwie dann doch nach Hause und sie hat dann auch, also sie hat dann Ärger bekommen. Im Gegensatz zu ihrem Bruder, obwohl er wirklich geschwänzt hat. Also dieses Leben ist wild. Hi Ava. Das ist der vorletzte Part, deswegen hoffe ich, dass wir es heute wirklich endlich mal hinkriegen, dieses dumme Metamorphosemittel zu finden. Deswegen wird sie jetzt was essen und dann wird sie direkt sich hier dran begeben, weil ich kann nicht mehr. Wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, kannst du vielleicht deine Schwester hier reinsetzen. Okay, oder mach es direkt. Ja, okay. Dann kannst du das ja auch lehren. Und Riley ist dabei, eben ein neues Buch zu schreiben, damit wir eventuell noch ihr Bestreben abschließen können. Das wäre richtig cool. So, Girl, und du lernst jetzt sprechen. Weil dieses Ding ist einfach richtig overpowered und man gönnt sie sonst nichts. Ich hoffe halt echt so sehr, dass sie das hier hinkriegt, ne? Es wäre so schön. Weil stell dir mal vor, wir haben das ganze Let's Play darauf hingearbeitet und dann klappt es halt einfach nicht. Also es wäre schon ein bisschen traurig, ne? Unterhalte die kranken Kinder in der Einrichtung. Blühendes Institut für Wohlbefinden. Ist irgendwie süß, aber es bringt nur Starpunkte. Nee. Ja, sie hat einen Zaubertrank gefunden, aber Blasenfluss, Alter. Wow. Aber Sophia wurde befördert. Let's go. Da kann jemand sprechen. Yay. Wow, hat er gerade den Laptop geschrottet? Nee. Das sah erst so aus. Oh mein Gott. Es wäre schrecklich gewesen. Ava ist einfach schon schlafen gegangen. Die arme Maus. Sie soll auch mal wieder arbeiten gehen, ey. Irgendwie geht sie nie arbeiten. Das ist halt immer das Ding, dass man halt so gezwungen ist, immer so viel Elternzeit zu nehmen. Ich meine, im echten Leben würde sich niemand beschweren. Aber in Sims ist es manchmal ein bisschen nervig. Weil wir haben ja genug Leute, die auf das Kind aufpassen können. Das ist kein Problem für uns. So, Ava ist die Erste, die hier wach ist schon wieder. Deswegen versuchen wir, einen Zaubertrank zu entdecken, bevor sie zur Schule muss. Was für eine Gruppe und was für eine Romanze. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, ihr kriegt kein Kind mehr. Es reicht. Also im vorletzten Part möchte ich jetzt nicht nochmal ein Baby zeugen. Ich weiß, sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, aber also das Metamorphosemittel ist für uns auf jeden Fall wichtiger, als dass sie jetzt wirklich auf die Liste der besten Studenten kommt. Ich sag, wie es ist. Sophia ist so süß. Wann immer sie die Gelegenheit hat, holt sie ihre Gitarre raus, ne? Es ist echt so voll ihr Ding und ich lieb's halt so. Ava schließt bald die Schule ab. Ja, freut mich. Der Schulbus kommt um 8. Ich weiß. Die Fahrschule gratuliert dir zu deinem hervorragenden Abschluss des Fahrkurses. Süß, wir haben ein Zertifikat bekommen. Und wir haben einen Liebesbrief bekommen. Süß. Wir haben eine Pfadfinder-Trophäe. Warum wusste ich davon nichts? Süß. Lass mich in Ruhe. Hey, voll cool. Wir haben noch eine Videospielkonsole bekommen, aber wir haben schon eine. Na, dann kann die weg. 750 einfach. Erstmal per Post schicken, oder? Schade, ey, war schade. Vielleicht nachher. Mann, irgendwann müssen wir das doch finden. Ich nehme heute so lange auf, bis wir das finden. Nee, besser nicht. Am Ende dauert das so 3 Stunden oder so. Sehr schrecklich. So, und du schreibst gleich weiter an deinem Roman? Weil ich will unbedingt, dass wir das noch abschließen. Und meine Käme schon wieder gefreezed. Egal. So, also Riley hat auf jeden Fall schon mal Kapitel eingeschickt und 35 Simoleons bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir haben noch ein Geschenk bekommen. Er hat das Ava geschenkt, aber es passt halt null hier rein, ne? Ich hänge das jetzt hier hin. Toll. Oder warte. So. Dann kann sie das immer sehen, wenn sie an ihrem Ding arbeitet. Wow, sie sind beide in der Schule. Crazy. In letzter Zeit, das hat das ja nicht so oft funktioniert. Hä, wieso hat sie denn immer noch Hunger? Ich dachte, sie hat schon gegessen. Vielleicht sollte sie erst essen und dann schreiben? Ich meine ja nur. So, und jetzt kannst du gehen lernen, du kleine Mausi. Ja, Projekt lernen und arbeiten finde ich, glaube ich, ganz gut. Das sehe ich auf jeden Fall bei Adrian auch. Bald findet eine formale Tanzveranstaltung statt. Und Abby kann laufen. Yay. Adrian würde gerne zu Vincent gehen. Nein. A, wollte ich, dass du arbeiten gehst. Und B, ist das der Freund deiner Schwester? Wieso ist der Laptop kaputt? Warum? Dann kannst du deine Tochter auch auf jeden Fall da mal rausnehmen. Nein, du tust es jetzt nicht ins nächste Ding. Tu das Girl einfach hier hin. Sie kann auch einfach mal ein bisschen existieren. Morgen gibt's einen Ausflug. Sehr schön. Freut mich für euch. Hallo, Ava Girl. Einmal duschen, bitte. Kannst du vielleicht da mal was kochen? Weil dann wird gegessen. Und dann
Versuch nochmal einen Zaubertrank zu entdecken. So, und du kannst weiter an deinem Buch schreiben. Gibt so viel zu tun hier immer. Ich hoffe, dass das hier klappt mit dem Essen machen, aber ich habe extra nichts am Herd gemacht. Normale Qualität, immerhin. Und er würde gerne den Abschlussball besuchen. Sehe ich auf jeden Fall. Adrian ist auch nach Hause gekommen. Und er ist ein bisschen fertig. Naja, er war ja auch arbeiten. Ein wirklich gruseliger Fan bittet Sophie um ein Autogramm. Der Fan weiß jedes kleinste Detail über Sophie und möchte in ihrer Band mitspielen. Als der Manager drauf und dran ist, die Polizei zu rufen, beginnt Sophie mit dem grusigen Fan zu diskutieren. Nach einer Stunde wirrer Konversation kann sie den Fan überzeugen, dass zu viel Verehrung schädlich ist. Jetzt gibt es einen Stalker weniger auf der Welt und alle sind glücklich. Vielleicht sollten wir Vincent auch mal anrufen. Wir haben schon lange nicht mehr mit ihm geredet und naja. Hi, Girl! Die telefonieren echt lange. So, und wie schaut's bei euch aus? Das hat sie auch schon bald erreicht. Ich bin sehr stolz auf dich, Girl. Gute Nacht, kleiner Engel. Wow, Wallace Flores ist mit einer Pension von 0 Simoleons pro Tag in Rente gegangen. Das hat sich ja gelohnt. Good morning in the morning, Ava. Du weißt, was du zu tun hast. Riley muss tatsächlich morgen mal wieder arbeiten. Halleluja. Er kümmert sich sehr liebevoll um seine Schwester. Das finde ich sehr, sehr süß. Oh, die kleine Maus macht so pat, 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 pat und geht dann hier hin. Ist das so süß. Ah, ich gucke gerade, ob wir hier irgendwas haben, was uns helfen könnte. Aber irgendwie ist alles ein bisschen kacki. Also ich gebe jetzt schneller Lerner und vielleicht wachsam. Schau mal bei den anderen. Profi-Gammler finde ich geil. Bei Adrian. Und vielleicht ist er auch ein bisschen hartherzig. Ich habe dieses gefeierte Schriftstellerin-Ding noch gar nicht für sie. Das ist ja auch irgendwie lost, ne? Das finde ich auch irgendwie süß, ne? Dass das halt ein sehr entspanntes Haus ist. Ich glaube, das nehme ich mal. Also viele Sachen kenne ich auch gar nicht so richtig, weil ich die noch nie gekauft habe. Dann nehme ich noch Multitalent für Sophia. Ah, das ist so ein Ding, was man aufhängt. Aber guck mal, wir haben ja hier so eine Garage. Dann finde ich, wirkt das auch gar nicht so komisch. Ich will mal gucken, was, wenn man hier drauf geht. Steht da irgendwas? Nö, ne? Schade. Na gut. Ah, meditieren kann man dann dahin. Aha. Spannend. Sie liest einfach hier oben. Girl. Ah, das sprüht dann regelmäßig auch. Okay, spannend. Ah, die kriegen dann hier, dass das schöneres Dekor ist und so. Okay, das finde ich cool. Da sind die nämlich insgesamt ein bisschen glücklicher. Wieso hat Adrian geschwänzt? Warum? Nein. Geht zur Schule. Warum? Was soll das immer? Okay, das hat auf jeden Fall geklappt mit dem Arbeiten. Sehr schön. Okay, wenn die jetzt da meditieren, machen die da irgendwie was Besonderes? Oh, sie setzt sich auf jeden Fall hin. Süß. I'm really proud of you, girl. Sie sieht so glücklich aus. So zufrieden einfach. I love it. Herrliche Düfte kitzeln die Geruchsnerven und verleihen ein belebendes Gefühl. Süß. Sie wünscht sich Pizza zu bestellen. Wie relatable ist das eigentlich? Yay, sie kann jetzt auch aufs Töpfchen gehen. Also Pizza bestellen können wir gerne. Finde ich geil. Haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gemacht hier, oder? Dann können wir Sophie ja auch mal wieder ein bisschen Sport machen lassen. Hat sie schon lange nicht getan. Why is the Chlorip? Jedes Mal. Toll, unser Kind sitzt hier im Puppenhaus. Es ist einfach schön. Okay, sie kommt mit ihrem Buch auf jeden Fall auch voran. Nach der Schule geht Vincent mit zu Adrian nach Hause. Okay. Wir dürfen doch nicht mehr auswählen, ob wir das wollen. Aber okay. So, können wir dich mal abknutschen vielleicht? Warum? Was? Steckst du in Schwierigkeiten? Warum? Er auch? Hä? Ich verstehe das doch nicht. Ja, esst euch erstmal auf, während seine Mutter daneben steht. Einfach schön. Er ist freundlich, süß und sozial unbeholfen. Und ein Pechvogel. Naja, gibt Schlimmeres. Und jetzt finde diesen dummen Trank, Mann. Keine mehr. Reicht das jetzt ernsthaft immer noch nicht? Also freue ich mich, dass sie es beendet hat, aber als ob das immer noch nicht reicht. Keine mehr. Aber meinetwegen kann sie jetzt gerne Pizza bestellen. 4 Level 6, Alter. So, Adrian wurde verziehen. Wir rufen den Pizzaservice an. Ava! So wird das nichts mit dem Zaubertrank. Ich lasse sie da jetzt aber weiter dran arbeiten. Ist mir egal. Das muss doch hier jetzt mal was werden, Mann. Wie wahrscheinlich ist es, dass man das findet? Wahrscheinlich nicht wirklich wahrscheinlich. Wo ist eigentlich mein Pizzalieferdienst? Ja! Sie hat das Metamorphosemittel imaginären Freund wahr werden lassen. Let's go. Ich brauche doch ein Foto, Leute. Oh mein Gott. Hast nur so Urlaub. Lass mich in Ruhe. Ah, okay. What is happening? Oh mein Gott. Er hat richtig Bock. Das Problem ist, wo lassen wir ihn denn jetzt schlafen? Speicher erstmal. Ich werde ihn übrigens wahrscheinlich privaten Umstyling geben, also offscreen.
Hoffe, das ist für euch okay. Aber ich dachte so, im vorletzten Part lohnt sich das irgendwie jetzt auch nicht mehr so. Genauso im letzten Part wird es auch kein Umstyling mehr geben, selbst wenn irgendwer noch irgendwie Geburtstag haben sollte. Ich glaube, es lohnt sich halt einfach nicht mehr so. Ich meine, hier wäre halt noch genug Platz für ein zweites Bett, ne? Sonst machen wir das doch einfach. Es ist so dumm, dass dieser Spiegel darüber ist, aber egal. Spezi möchte direkt einen Teilzeitjob annehmen und direkt zum Abschlussball gehen. Ich bin ein echter Sim, weil Dinge zum ersten Mal erlebt hat. Oh. So, erstmal, das ist dein Bad Boy. So, mein Lieber. Das ist voll das süße Outfit. Also ich gucke privat mal, ob da wirklich ein Umstyling nötig ist oder nicht. Aber er mag Pink, Filetsteaks und ist ägyptisch. Er hat an demselben Tag einen Geburtstag wie Ava, soweit ich weiß. Er ist vage. Er ist schwimmbegeistert, rebellisch, technikfeindlich und Pferdefreund. Sehr wild auf jeden Fall. Aber von mir aus kann er gerne einen Teilzeitjob annehmen. Toll ist das. Er hat auch ein bisschen Angelfähigkeit. Ich cheate gleich seine Energie ein bisschen runter, damit er dann auch schlafen kann. Mausoleumsangestellter. Irgendwie ist das aber witzig. Wer, wenn nicht jemand, der eigentlich gar nicht existiert hat, ha? Unsere Pizza kommt, glaube ich, auch nicht mehr an. Straßenkunst will er lernen. Geschicklichkeit. Ach ja, er hasst Technik. Schön. Ich denke, ich werde ihm nochmal eine andere Frisur geben, auf jeden Fall. Aber ansonsten, schauen wir mal. Vielleicht ist er ja schon voll hübsch. We will see. Ich werde auf jeden Fall diese Kleidung ihm lassen, weil ich glaube, das ist diese Standardkleidung, wenn man die wieder belebt. Ist ja auch scheißegal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das geklappt hat jetzt noch. Mal schauen, was wir Besonderes dann im letzten Part noch machen werden. Mir hat der Part auf jeden Fall sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!